Ja, so wären wir also wieder bei den Spielen mit künstlichen Grenzen sozusagen. Das ist ja jetzt nicht weiter schlimm, aber man möchte vielleicht hier mehr Freiheit, die man vielleicht später rausbekommt. Ich weiß nicht, wie ich die Tür öffnen kann. Vielleicht finde ich noch einen Schlüssel oder bin irgendwann mal fähig dazu, Schlösser zu knacken. Eventuell soll sie auch verschlossen bleiben und erst storytechnisch geöffnet werden. Das weiß man jetzt nicht und also man kriegt auch kein großes Feedback anscheinend darüber, was jetzt wie der Fall ist. Aber gut, ich warte ab, ich übe mich in Geduld und man wird sehen, was passiert. Irgendwann wird sich herausstellen, wie wir weiter verfahren müssen. Erstmal heißt es schnurstracks: Opa, lauf vor, ich lauf hinterher. Der Hund gehört anscheinend Opa, also Lockfeller, und tut auch nicht mehr wie einfach vortanzen und der Erste in der Reihe sein. Also so komische Fahnen hier wie die habe ich auch schon öfters gesehen und frag mich bereits nach dessen Bedeutung. Es donnert, es blitzt, sieht man zumindest, aber man hört nichts. Jetzt hört man's. Wahnsinn. Also wer hat mitgezählt? Wie weit ist das Gewitter weg? Vielleicht dienen diese Stangen auch als Blitzableiter, was ich aber kaum glaube. Bei den Höhen der Bäume hier. Also immer das Doppelklicken nervt irgendwie. Ich frage mich, warum das nicht überall so geht wie in der Höhle. Einfach halten, um sich fortzubewegen. Das wäre eigentlich super. Ansonsten wunderbar animierter, dargestellter Regen. Alter, und habe ich nicht vorhin gesagt? Diese scheiß Wolfsratte. Was ist das jetzt eigentlich? Ein Wolf oder eine Ratte? Das ist hier die Frage. Das Vieh verfolgt uns einfach ständig. Also, so ist das mir jetzt mal bis jetzt aufgefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bekomme da doch schon Verfolgungswahn. Ja, also dieses kleinschrittige Geklicks, wie gesagt, ist nervig. Lässt sich aber wohl nicht vermeiden. So, unser Holzstapler. Diese Hütte, jetzt sind wir mal wieder zurück. Das Wetter war ist bloß schlechter wie letztes Mal. Ich kann mal wieder erzählen, also. Ja, was ist das? Das ist, also Sword and Sorcery. Oder Sword and Sorcery. Ist ja Independent Game. Independent, ja. Also Indie-Game, die ja in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren, einen ziemlichen Aufschwung erlebt haben. Man denke da nur an das Spiel, das mit M anfängt und Minecraft aufhört. Oder auch einige andere Hits, die jetzt nicht so rekordverdächtig sind, aber doch auf große Beliebtheit gestoßen sind, wie Prey, Limbo, um nur einige Namen zu nennen. Ja, da fragt man sich natürlich immer wieder, was ist das Erfolgskonzept hinter solchen Spielen? Klar, das ist eine Idee. Aber auch Minecraft oder Minecraft for the Queen English ist nicht das erste seiner Art, aber doch wohl das bekannteste. Das habe ich letztens in einem Video gesehen, dass es bereits einige Spiele vor Minecraft gab, die ungefähr dieselbe Idee hatten, aber entweder nicht richtig liefen, eben nicht abgerundet waren. Und waren eben allesamt nicht so ausgereift wie Minecraft.
Obwohl das ja zu seiner Zeit in der Classic-Version auch noch nicht die Möglichkeiten und die Vielfalt bot. Es ist eben ein Sandkastenspiel, eine Alternative für Lego, wenn man so will. Übrigens frage ich mich gerade mal wieder um die Funktion dieser Schallplatte. Und frage mich, was nun geschehen ist. Ja, wir haben das Buch gefunden und wir sind die Schlauesten, das weiß ich, aber die Musik hört sich sehr Outro-mäßig an. Als wäre das Spiel jetzt zu Ende. Ach, da ist unser Freund, der Businessman, und dazu gesellt sich gerade mal Gevatter Tod. Was genau das jetzt soll, weiß ich nicht. Okay, also ich bin immer noch nicht viel schlauer geworden. Hier bekomme ich anscheinend mal die Charaktere angezeigt, die ich bereits kennengelernt habe. Es könnte auch sein, dass das bin ich. Dieser Mann mit Anzug und Krawatte und Stockbeinen so eine Art Erzähler durch die Geschichte darstellt. Wenn es jetzt überhaupt noch mal irgendwann irgendwie weitergeht. Auf jeden Fall würde ich mit dem Rauchen aufhören. Okay, der Vorhang ist geschlossen und wir kommen ins Hauptmenü. Verwirrung macht sich breit, wie es scheint. Ah, okay, also. Ah, ja. Ich beginne zu verstehen. Na, da hat er sich aber einen Teil zugelegt, der alte Sack. Was ein Thron. Okay, also anscheinend haben wir das erste Kapitel oder wie hier genannt die Session 1 abgeschlossen und werden dann immer ins Hauptmenü katapultiert und müssen einfach manuell wieder weitermachen. Ja, da sind auch so Viecher, die sehen aus irgendwie wie so Feen, Elfen, Astronauten mit einer Taucherglocke. Ja, okay, also es geht anscheinend weiter. Das ist schon mal gut. Es hat sich anscheinend, also wie es aussieht, nicht viel verändert. Sieht noch alles ziemlich genauso aus wie vorher. Bloß der Mond ist gesunken. Ansonsten nichts anders. Naja, mal zurück zum Thema. Independent-Spiele. Also klar, Minecraft hat sich dann natürlich entwickelt und eben angefangen hat es mit einer Person. Mittlerweile ist es ja ein kleines Studio, Mojang. Und der Erfolg lässt sich einfach nicht verleugnen. Und manche große Entwicklerstudios wären wirklich froh darüber, wenn sie so viel Erfolg gehabt hätten wie Minecraft. Aber es fehlt eben einfach an spezieller Idee. Da gibt es zum Beispiel EA, die jedes Jahr mit einem neuen FIFA einen Haufen Kohle machen, wo ich einfach sage, die Idee ist nix und Fußball spielen kann man auch draußen. Klar nicht in derselben Art, aber ich brauche auf keinen Fall jedes Jahr immer das neueste FIFA und dann auch natürlich noch direkt zu Beginn, wo es noch 50 € gekostet. Das finde ich einfach Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Also, das ist meine Meinung. Da kaufe ich mir lieber Spiele, die entweder schon vergünstigt sind oder einfach auch mal teuer, wenn es einfach was Besonderes ist oder eine besondere Idee oder ein Spiel, das nicht alle Jahre so neu aufgelegt wird. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, dass ich einfach
in Fortsetzungen nicht mehr viel ändert und irgendwann die Szenarien und die Ideen ausgelutscht sind. Das merken die Spieler irgendwann. Ist klar, es gibt einige, denen macht es nichts aus. Aber andere sind dann enttäuscht und boykottieren das Produkt. Und so kommt es dann zu Pleiten. Unter anderem mit der Gothic-Serie. Man hat nach dem Desaster von Götterdämmerung schon noch gemeint, man müsste es fortführen. Immer, also nochmal ein Entwicklerstudio wechseln. Obwohl der Götterdämmerung und Arcania gleichzeitig einen Auftrag gegeben wurden. Eben an zwei Studios. Und Arcania das einfach ziemlich in die Scheiße geritten hat. Demzufolge ging ja Joe Wood, der Publisher, bankrott, musste Insolvenz abmelden und hat ja auch die Rechte der Gothic-Serie abgegeben, musste sie abgeben, sowieso, glaube ich, weil das vertraglich mit Piranha Bytes so geregelt war, dass sie wieder an einem Gothic 5 arbeiten dürfen. Also, dass dann ihr Produkt wieder ist. Soweit ich das jetzt. Also, wenn ich hier jetzt richtig liege. Hier bin ich jetzt gerade etwas tap and hold. Was genau, mich? Oder den Businessman? Oder. Und wie lange vor allem? Tap and hold, passiert da auch irgendwas? Okay, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Der Hund rührt sich auch nicht nebendran. Ja, das ist eine gute Aufforderung. Klick und halte. MC ist auch nichts. Ah, cool. Wenn ich klicke, dann plätschert es. Nettes Gimmick. Ah, okay. Na ja gut, man muss auch mal halten, würde ich sagen. Und zwar länger.